Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play World of Tanks mit dem Hendrik und mit dem Kai und mit den Vierern. Und so ein komischen Typ, der Chris heißt. Was? Oh, hi. Ich bin auch mit dabei, ja. Meins! Was nicht meins? Meins! Ich bin nicht bei eBay, ja? Was nicht? Nee, wir sind bei der Panzerversteigerung. Was? Zum Ersten! Zum Zweiten! Und zum Dritten bist du tot. Nee. Falsch. Nee, das heißt 3, 2, 1, meins. Oh nee. Ja, 3, 2, 1, mein Kill. Killclaw FTW. 3, 2, 3, 1, 2, 1, Kill. Mein Kill. 3, 2, 1, Killclaw. Ja, genau. 3, 3 2, 2, 1, 1 mein Kill. Kill. Granate. Das ist der Brecher. Das ist der Brecher. Ja, no, hallo, du Brecher. GLHF. Ich weiß nicht, was das heißt. Das heißt bestimmt. Nee, kann ich nicht durch. Das ist bestimmt die Geheimsprache. Du willst mich töten? Ja. Aber nicht weitersagen, okay? Nicht dem Kai weitersagen, okay? Sonst schlägt er. Das bringt jemand und sagt dann, die Pistole war's, die Pistole war's. Genau. Warte auf mich! Nein, du bist schneller als wir, also nein. Geh weg! Immer Kai mit seinem Zelda. Hast du Windbreaker schon angefangen zu zocken? Nein, hab schon nicht. Geh dich schämen, ja? Du hast noch nie Windbreaker gespielt, geh du dich schämen, Alter. Doch, hab ich. Ja, 5 Minuten. Oder hab ich Unrecht? Du hast Unrecht. Nein, hab ich nicht. Aua! Was hast du? Will nicht! Aua! Das hat noch nie die Vollversion gespielt. Da liegst du auch im Unrecht. Warum das denn? Weil ich früher immer mit einem Kumpel durchgespielt habe. So, alle gerade in Ruhe. Lol, was? Was? Alter, was da alles steht? Wir sind hier ganz alleine. Oh, das war die Arti. Mich hat die Arti auch schon abgeschossen. KV1, du wirst jetzt mit Gold penetriert. Stier! Ein richtig tolles Erstes-Match für diese Runden. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. What the fuck? Ja, die kleinen Vierer müssen das halten, während die Fünfer auf sie zustürmen. Ja, läuft. Genau. Wurde eigentlich schon gesagt, wann erstes ins Spiel kommt, das neue? Echt? Sicher, dass es schon so gut Nein, kommt. Oh, Arti! Fickt euch doch alle! Sicher, dass es schon so früh kommt, Chris. Hä? Sicher, dass es schon so früh kommt, Chris. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Jahr noch. Bei Assassin's Creed ist ja wie Call of Duty kommt jedes Jahr. Ich glaub nicht, dass es schon dieses Jahr rauskommt. Die hatten ja bei der E3 noch nicht mal so ein Anspielding. Was? Bist du irgendwie behindert? Ja, so ein Anspieldings, aber die hatten schon Game-Zählen. Das kommt wahrscheinlich bei der Gamescom so. Anspieldings da, Bums da. Nicht unbedingt. Ja. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich aber. Weil, ich denk mal, Rainbow Six und, ja, kann man bestimmt auch auf der Gamescom anzocken. Ja, konnte man ja schon auf der E3, so wie ich es mitgekriegt habe. Man konnte nur Far Cry anzocken. Nee, Rainbow Six auch. Sicher? Hat man nicht bei Rainbow Six so einen 20 Minuten Trailer gezeigt bekommen? Nein. Doch, ich glaube schon.
Nein, weil es Leute schon angespielt haben, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Sicher? Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall freue ich mich riesig auf das Rainbow Six. Mit besserer Grafik, weil ja, Rainbow Six ist schon geil. Kai ist jetzt nicht so der Fan davon. Das heißt, ich bin nicht so der Fan davon. Ja, hat man ja bei der letzten LAN gesehen. Boah. Ja, aber das hat auch bei uns gebuggt, so ein bisschen. Naja, bisschen, es geht. Es geht. Also, naja, gebuggt eigentlich jetzt nicht. Genau, Doch, BT7, bleib eigentlich einfach schon. stehen. Genau, braver Panzer. Genau, bleib gegen. Kann das Spiel jetzt vorbei sein? Kann ich jetzt einfach sagen, ja. Das Spiel ist eh zu 100% verloren. Nicht mal die Panzer selbst, Fackler fette 4C kann uns mehr helfen. Gut, Das dann. geht. Obwohl, ich glaube, die macht noch 1-2 platt, aber ich denke mal, sie schafft auf keinen Fall alle. Noch. Das bezweifle ich einfach. Obwohl, es kann bestimmt noch lange dauern, das Match. So 2, 3 Minuten oder 4 oder 5 oder 1 Million. 3 Jahre. Nee, maximal noch ja, 9 Minuten. Maximal noch 9 Minuten, ja. Nur noch 9 Minuten, ja! Voll zum Kotzen, ey, weil Yay, die. Grafikbugs Aber. FTW. Der Busch wechselt den Panzer rein. Was, ernsthaft? Geil. Guck dir mal bei der Panzer selbst bei der FTW das an. Hallo? Der mutiert quasi mit dem Das ist doch Busch. normal bei World of Tanks, dass das so aussieht. Ich weiß, es ist trotzdem lustig. Ja, ich glaube, wenn Nö, die eigentlich nicht. Büsche so machen, dass die Blätter quasi so an dem Panzer so quasi verformen. Ich glaube, das wird dann zu viel Performance ziehen. Das Spiel tut ja schon relativ viel ziehen, deswegen. Also irgendwas ist voll unnötig. Naja, das Spiel setzt ja so ein bisschen auf Realismus, weißt du? Ja, aber am Ende fährst du die Büsche noch um oder so. Die klappen dann so zusammen, so ein 2D-Grafik. Fegen Das ist also um, nicht Sinn hübsch. davon. Naja, aber ganze Büsche können ja auch zusammengefahren werden. So in Büschen stehen ist ja eigentlich relativ, sag ich jetzt mal, relativ Dings, weil die Blätter gehen ja auch zur Doch Seite und die wurscht. Äste und alles. Ich meine ja nur, Mann. Obwohl, wir könnten noch gewinnen. Also ja, Glaube ich obwohl. nicht. Mein Doppler-Sieg, ja doch. Also mein Do also ich habe viel gemacht, 400 Damage. Nichts gemacht. Ich habe auch nichts gemacht, weil ich direkt am Anfang wieder getötet wurde. Wie immer. Ich hasse den Das Panzer. ist. Ja, ich weiß. Ich würde dir ja Gold geben, aber ich habe keins. Aber natürlich werde ich auch immer direkt gekettet und dann getötet. Ja, der M3 Lee hat nicht so gerade die stabilen Ketten. Eigentlich jeder Viererpanzer. Ich kenne jetzt keinen, der so mega starke Ketten hat. Ganz besonders die Panzer selbst Fickler Fette 4C. Geht ja auch nicht gerade so mega. Genau, campt jetzt 7 Minuten, weißt du, und dann gibt es einen Unentschieden. Genau, super. Das werde ich mit dir, das macht die Panzer selbst für die 4. Ich glaube, ich mache jetzt so einen Zeitraffer rein oder so. So, bis es vorbei ist. Weil das ist schon so ein bisschen uninteressant, aber ich labere trotzdem weiter, weil ich weiß nicht, ob ich das mache. Oder nicht? Muss ich gucken. Einfach mal Lava, Dann Lava, Lava, warst du voll Lava, schnell in dieser Heldenstimme. Oh ja, gut, ich kann aber auch in der Zeit meine Tonspur kann ich ja wegschneiden quasi. Ausschalten, Ja, eben. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil jetzt machst du so eh die nicht, weil ganzen. du zu faul bist. Halt die Fresse. Ich bin nicht zu so faul. Das sind 10 Doch, bist Minuten du. Arbeit oder so. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Ja, bist du. Ja, du bist so toll, ja. Ich bin nicht so faul, ey. Du bist faul. Doch, das bist du. Ich bin nicht faul. Na und? Doch, das Faul bist sein du. ist menschlich, ja. Jetzt habe ich die Sprache verschlagen, hä?
Boah. Totale spannende, ja. Effekte so. Wow. Das ist wirklich die spannendste erste Runde in dieser Folge. Connection lost. Connection lost. Ja, da hat mal wieder Kai, sein Bruder, seinen ersten Abgang gemacht. Ja, wie geil. Ich glaube, ich rufe die jetzt per Skype an. Das heißt, ihr habt kurz ein Standbild. Ein kurzes Standbild, ja. Dann rufe ich nicht da den Kai an und den Hendrik. Hallo Hendrik. Ja. Ich muss nur meinen Skype lauter drehen. Meine Fresse. Bestes Test FTW. Hat er wahrscheinlich wieder ein Connected. Blau A, jetzt ist wieder da. Guck mal, hat er vollgebracht. Warte mal kurz, ich bin mal kurz. Warte, ich zieh Hendrik runter. Buddy was moved to your channel. Bin mal ganz kurz. FK. Buddy left your channel. Alter, okay, das haben wir 100%ig verloren. Alter, was da abging, ey. Bam, bam, bam. Junge. Wow, die Artis haben auch mal gerafft, sich zu bewegen. Oh mein goodness, ey. Das ist ja Artis, nee. Ja. Nee, bewegen? Jetzt campen, nee. Wieder. Jetzt campen die wieder. Ich schwör's dir, ey. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick. Tack, ich glaube, da mach ich echt einen Zeitraffer rein. Dass die Folge nicht so mega lang wird. Buddy joined your channel. Hm. Buddy joined your channel. Warum ist der diesmal der TS abgestürzt? Keine Ahnung. Warum keine Ahnung? Weil ich keine Ahnung habe. Oh, wir sind am Verlieren. Komm, AMX13AM. AM heißt bestimmt. Ja. Keine Ahnung. Am heißt Losen. Bestimmt. Am Losen. Am Musen. Ah, am Musen. Wow, wow, Griller, yeah, du machst sie alle! Du machst sie alle kaputt! Nee, das heißt am Xylophon. Ich spiel grad Xylophon, weißt du? Am Skylophon, ja, ja. Skylophon. Oh, da ist ein Arti. Oh mein Gott, das epische Battle FTW. Voller Nebengeschoss. Der will spotten, damit die andere Arti drauf schießt, oder? Und ist boom, Junge, machst du kaputt, ey. Oh. Yeah, oh. Ich glaube, wir gewinnen trotzdem noch. Yeah, mach sie alle fertig. Oh, ja, oh. Arti Pop. Power! Alti Power! Alti Power! Alti Power! Hallo, ich bin Alti. Wie heißt denn du? Hallo, ich bin eine Alti. Wie geht es denn? Mein Fuß ist eingeschlafen. Du meinst, weil das so mega langweilig ist? Ja. Ja, sehe ich genauso, ey. Oh, mein Fuß ist wirklich eingeschlafen. Ich frag mich, ob die den Vierplayer-Core aber gut hinkriegen. Ich nehme es mal an. Also ich hoffe es mal. Ich hoffe es echt für die. Weil sonst gibt's auch die Fresse, so ein Vierplayer-Koop kann auch richtig in die Hose gehen. Naja, bei Borderlands hat's ja geklappt. Ja, aber Borderlands ist ja eine andere Art von Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Na, vielleicht machen die Assassin's Creed fast genauso. Warum willst du das denn wissen? Das wäre aber dämlich. Ich weiß, aber... Bis jetzt weiß man nur, dass es ein Vierplayer-Koop und in der französischen Revolution spielt. Ja. Das weiß man. Sonst weiß man eigentlich nicht. Was war die französische Revolution? Also ich sag mal, dass die könnten ja normal, eigentlich könnten ja nicht die richtige Singleplayer-Kampagne wahrscheinlich nehmen. Warum? Wenn die so konzipiert ist, dass die auch zu viert geht? Du meinst, dass alle vier dann die Cutscenes und so haben und... Ja, das geht schon. Oder sehe ich da was falsch?
Wäre halt schon interessant, wie die das lösen. Aber ich denke mal, die lösen es gut, das ist Ubisoft. Also wenn die das halten, was die auf der E3. Ja, es könnte halt sein, dass sie es so konzipieren, dass dass das halt wie ist, als würdest du. Ja. So ein bisschen wie bei Saints Row, weißt du? Wo du eigentlich aber praktisch. Saints Row ist nur ein Zweierkorb. Nee, nee, vom Prinzip her, dass du eigentlich ja alleine spielst. Das heißt, du siehst immer deinen Charakter, wie der alleine in den Cutscenes und sowas. Dass du ja eigentlich alleine spielst, aber doch zu viert, weißt du? Dass, ja, aber also, die wenn, sehen ja alle gleich aus. Wenn Kampagnen-Szenen kommen, spielst du ja alleine. Also ist es wie, als würdest du alleine. Es ist schön und du kriegst auch die Aufträge für dich, dann die sagen auch, du musst es schaffen und so, nicht ihr und so, weißt du? Und kannst das einfach halt zu viert machen, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja, gut. Aber im Prinzip ist ja egal, ob du jetzt deine eigene Zwischensequenz in deinem eigenen Mantel, weil wahrscheinlich haben die anderen auch verschiedene Mäntel, zum Beispiel einen roten oder was weiß ich. Kai, du kannst mal breit machen, da können wir weiter spielen und weiter reden nebenbei. Ja, vielleicht sind die alle gleich. Also, weißt du, dass das, ja, die sehen ja ein bisschen, so ein bisschen gleich ist, aus. Ein bisschen Vierlinge. Ja, aber so. Dass du bei dir der Hauptcharakter bist praktisch und bei den anderen, und die anderen sind irgendwelche Typen. Und bei jedem ist es dann so. Jeder ist bei sich selbst der Hauptcharakter. Oder. Wäre auch ein bisschen dämlich, wenn es nicht so wäre. Oder es ist so konzipiert, dass oder du alle kannst vier deinen Charakter erstellen. Das oder es sind aber alle ich vier. Nicht, dass das so ist. Oder es sind alle vier die Hauptcharaktere, das heißt, du brauchst da nicht. Ja. Also, dass das quasi. Du meinst, dass das vielleicht dass so eine eigene Koop-Story ist, oder wie? Nein, dass es schon so ist, aber quasi, wenn du das. Wenn so, du den Vierer dass alle vier ein Hauptcharakter sind, bloß dass da halt ein anderer Name drüber steht. Hendrik, dein Mikrofon. Ja, zum Beispiel. Oder, dass du quasi. Wirklich, weil das sind ja schon so ein bisschen vier Musketiere, weißt du, vier Leute, Französische Revolution. Ja, finde ich schon ein bisschen realistisch. Aber sind es nicht eigentlich die drei Musketiere? Nicht? Ich weiß nicht. Drei Musketiere? Musketiere waren drei. Ja. Ja, okay, ja, stimmt, ja, okay. Das ist halt vier oder so. Weiß ich ja nicht. Aber ich denke mal, die kriegen das schon gut hin. Oder es spielt einfach keine Rolle, weil es in der Zwischenzeit oder es macht einfach keinen Unterschied, wenn du jetzt mit zu 1 oder zu 4 spielst. Quasi. Ich denke, dass es vielleicht gar keinen Unterschied macht. Hab ich doch gerade gesagt. Ja. Hab dir doch gerade recht gegeben. Man sagt doch, ich gebe dir recht und nicht so das nochmal wiederholen. Komm denn diese intelligentere, wenn er es wiederholt. Genau. Weil ja, sonst der Kai hat nämlich einen IQ von 80. Der ist nämlich blond. Gleich komm ich eine. Alter, wie Chris immer so schlechte IQ-Witze macht. Och, so schlecht sind die gar nicht. Doch, die sind richtig mies. Hallo, du hast einen IQ von 80, weil du einen M3i fährst. Alter, geh dich hin, bevor du nochmal so einen Witz machst. 80, ja, das ist so ein Affen, weißt du? So IQ vom. Hat nicht ein Affen noch weniger als 80? Nee, ich glaube, der hat schon 80. Nein, ich glaube noch weniger. Aber ein IQ heißt ja nicht gleich, dass du schlau bist. Es gibt Leute, die sind. Chris hat ein IQ, wie viele Finger der an der Hand hat. Also 10. Nee, 11. So ein IQ hab ich. Ich kann noch nicht mal meine Finger zählen. Komm, lass den mal töten, den Panzer. Stinkt nämlich. Nach nach Maggi. Nee, der stinkt nach. Nach Maggi! Der stinkt nach Öl und. Ach, scheiß drauf! Der stinkt nach Knödel! Nach Knödel! Nach Knödel und Soße! Ich hab kein Damage gemacht. Und ich hab auch nicht, weil ich mit dem abgeprallt bin. Komm! Zieh! Ja! Danke! Jetzt hast du mir Damage gemacht, du Wichser. Ich heb mich an, los! Berührt. Wir sind der Tok, der gerade auf den Berg hochfährt. Tok, Tok! Oh, da ist ein Chiha! Da ist ein Chiha! Oh, nee! Oh! Ah, dass ich nicht lache. Ja, klar, daneben. Das muss wehtun. Der ging voll durch
ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Da ist er weg, das Schild. Ha! Oh, nein, nein, nein. Der Schild, ha! Der ist voll doof. Miau. Diesmal gewinnt. Warum hätte das nicht unser Doppler sein können? Hatten wir Doppler letzte Runde? Ja. Ja, das war ja ein Sieg. Ich hab gedacht, wir haben verloren. Was passiert, wenn man nicht auf... Ach, ich bin ja rausgeflogen, deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Also nicht aus dem Game, aber ich habe ja geguckt wegen TS. Wegen TS, ja. TS. Ich und mein TS. Das und dein TS. SSSSSS. TSS. Wirkungstreffer. Aua, beweg dich nicht, Schätze. Halt still, ich will ein Foto von dir machen. Der ging nicht durch. Halt still, ich will ein Foto von dir machen. Mit Galate, ja. Ich mach ein Foto mit einer Granate. Mit einer Granate. Chris, lass ich lieber. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Aber ich singe gerne. Aber nur, ich habe keine Aufnahme. Ich habe aber leider keine gute Stimme. Aua! Aua, ich hab mir weh getan. Hast du so 4 Damage gemacht? Ich hab gar keinen Damage gemacht. Der Arte hat 4 Damage bei mir gemacht. Achso, ich hab 600. 49. Arti, danke, dass ich keinen Krieger bekomme. Finde ich echt lieb. Ja. Hast du nicht verdient? Hast du nicht verdient? Wie hab ich dich verdient? Deine Mutter hat's nicht verdient, Alter. Du hast nicht gekillt, somit hast du es nicht verdient. Ich hätte auch zweimal nicht drauf schießen können, einfach absnacken können. Aber ich bin kein so ein Arschloch. Ja, aber das wäre unverschämt. Du mieses Stück Scheiße, ey. Ich hab die ganze Zeit drauf geschossen, ne? Hast du gar nicht, aber du hast nie getroffen, weil du so schlecht bist. Bloß wenn er beim ersten Mal nicht trifft und beim zweiten Mal schon, kann ich nichts sagen. Das ist WOT, ja? Und das ist lustig. Aua. Scheiß Arti. Und Spaß, die hat irgendwie so ein Aimbot oder so, ich weiß ja. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, das hätte ich bewegen sollen. Naja, egal. Ich kann nur Artis kicken. Ach nee, das andere war ein Mana. Ich kann nur Artis kicken vom Server, tut mir leid. Oh mein Gott, schon wieder gemeistert. Oh mein Gott, sowas hätte ich ja niemals im Leben gedacht. Oh mein Gott. Kein Keks, oh mein Gott. Sowas hätte ich ja gar nicht gedacht. Oh mein Gott. Oh. Keks, Krümel. Und ich weiß, wie oft ich mich schon gemeistert habe, ey. Da müsste eigentlich schon Meister plus stehen, ich schwör's dir. So, du hast ein Plus im Kopf. Ja, und ein Minus. Und zusammen gibt es neutral, ja. So geil, ey. Ja, plus. Bist du nicht? Hä? Wie bist du nicht? Was Kaka? Das merke ich mir. Arschloch. Kai ist immer so gemein zu mir. Genau, wie World of Tanks. Das denkt mich nämlich hier, das einzige Viererpanzer in den Fünfer-Match. Genau. Alter, bist du. Panzer. Wir sind die einzigsten Viererpanzer. Wir sind die einzigsten Viererpanzer im ganzen Spiel. Was glaubst du, was ich dir gerade eben gesagt habe? Ich muss das wiederholen, um klug zu klingen. Ah, Zitat vom Kai. Nein. Genau wie der Kai vorhin. Chris, glaub Kai nicht seine Traktion, um sie kennenzulernen. Sorry. Pum, 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 pum. Nicht auf mich schießen, komm schon, bitte, ey. Komm schon, nicht auf mich. Aua. Ich glaube, der Kai dreht sich direkt zu mir und macht BUM. Aua. Das kann ich doch nicht, ich hab ne Mod drauf.
Stimmt. Oh. Hallo Kai. Ah, super Speedy, ja. Oh, Hellcat, ich mach dir keinen Platz, okay? Okay. Guck dir mal den Excelsior im Gegnerteam an. 35 wen, ach. Weißt du, hat gedacht so, erstmal war gegen einen schönen Geld in den Arsch blasen und keine Ahnung vom Spiel haben, ey. Das, ja, klar, so läuft das hier. Genau, ein 6er Panzer, was soll ich gegen den machen? Oh, hi, Elk. Ah, Elk, 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 ja, klar, VK39D, ja, lol, ist klar, Leute. Ist klar, ey, Schadgei. Oh, ho. Ja, ja. Guck, guck. Guck, bumm, tot. Hä? Was? Aua, mein Lack, den bezahlst du. Nur ich auch meinen Lack zerkratzt, ja? Ja, und du hast mich aber angefahren. Ansiehst aber. Ey, das hast du meinen Lack zerkratzt, ja? Kuckuck. Du bist ein Arschloch, verdient, ey. Hast du verdient. Elk, du bist ein kleiner Wichser. Elk, du bist ein kleiner Wichser, ja, ja. Nee, oh, scheiße. Ui, ich bin diese Super Speed. Elks sind absolute. Finde ich immer noch so schade, dass es keinen anderen Weg auf den Berg hoch gibt, nur diese eine Zufuhr. Deswegen macht sie sich auch so OP. Das finde ich schon ein bisschen kacke. Obwohl, gibt es hier eine? Ich guck mal. Wenn man mich anschieben würde, würde ich, glaube ich, ich habe kein Damage gemacht, aber ich will das jetzt wissen. Oh shit. Ich glaube, es geht. Boah, hast du aber gerade so noch, ey. Der Jagd Panzer 4 schießt mit Gold. Bin ich ganz nah. Mach mich tot. Kai, schieß mit mir. Wir haben sie nicht mal. Jetzt kommst. Kann so wie der steht nicht drauf schießen, ne? Ja, ich komm denn jetzt von hinten. Na klar, dass ich wieder sterb. So klar einfach. Aha. Oh, nee. Oh, ich hatte... oh. Das war aber knapp. Ja. Du hast das... Und ihr Schwacher hat einfach nur zu dämlich. Ja, da war echt dämlich ein bisschen. Ich ja. Bin super. Ich konnte es halt einfach nicht machen, weil... Weil der Sack mich schon an, so wenig viel Leben gezogen hat. Der hat aber auch noch nicht mal die Top Gun gehabt, ey. Ja, wenn er die Top Gun gehabt, hätte er mich gleich weggenatzt. Da hätte ich nicht mit 4 Leben überlebt. Alter, mit Goldfall ist nämlich an der Seite. Ja, genau. Warte, ja. Der ging nicht durch. Der ist zu schräg, das. Hey. Alter, willst du mich verarschen? Wir haben sie böse erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wesentlich gerade. Genau, kopieren wir doch schon die Sicht auf den. Jo. Alter, ohne Spaß! Wir haben sie nicht mal angekratzt. Sowas gibt's doch gar nicht, Alter. Also dem fährt er das doch dann auch. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja. Der ging voll durch ihre Panzerung. Es gibt ein fettes Minus in dieser Runde. Kette beschädigt. Ja, yeah, hast du mein Slide gesehen? Sowas können nur Bitches. Dumme. Ja. Die 11 Finger haben. Und der ihr Idiot. Nein, ich hab keine 11 Finger. Ich hab 10 Finger. Oh. Wenigstens hab ich überlebt das 4er Panzer. Das ist schon mal ein Fortschritt, ja, ja. Oh, nur erste Klasse. Voll unfair. Dann würde ich sagen, bewerte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play World of Tanks mit mir, dem Christian, dem Hendrik und mit dem Kai. Tschüss! Tschüss!